Warum gehst du nicht einfach nach Hause? Das habe ich mich auch schon die ganze Nacht gefragt. Dann hau doch ab, warum tust du es nicht? Ich habe ein Mädchen getroffen, weißt du, in so einer Kaffeebar. Ehrlich, ich liebe dieses Buch. Das ist kein Buch. Deine fortwährende Beleidigung. Das ist ein Faustschlag ins Gesicht der Kunst. Als ich zu Hause war, habe ich sie angerufen. Ich hab's nicht eilig. Die Zeit nach Mitternacht. Auf der Taxifahrt hierher ist mein ganzes Geld aus dem Fenster geflogen. Ich kam einfach nicht klar mit dir. Mit Rosanna Arquette. Nichts, gar nichts. Ich finde dich sehr nett, wirklich. Können wir nicht einfach nur reden? Aber natürlich. Und dann bin ich geflitzt. Ja. Hallo. Also ich hatte kein Geld mehr, um nach Hause zu kommen, bis dieser Typ in der Bar mir was leihen wollte. Komm, lass John mich, Hurt. Das lohnt mich, ist sinnlos, vergiss es. Du armer Junge. Und Linda Fiorentino. Ich und treffe da ihren Freund. Der war stinksauer auf mich und hat mich gleich angemeckert. Ist das der Kerl? Hallo. Ich hatte wirklich die Absicht, mich zu entschuldigen. Oh nein. Bitte atme. Na los, atme. Oh Gott. Aber sie hatte sich schon umgebracht, zu spät. Hallo, ich habe eine Leiche gefunden. Dann wollte ich mit der U-Bahn nach Hause fahren, aber der Fahrpreis ist erhöht worden. Wussten Sie, dass der Fahrpreis erhöht wurde? Ja. Das wussten Sie? Na, ich hatte keine Ahnung davon. Jetzt könntest du vielleicht sagen, ach, der lügt nur, das sind alles nur Lügen, aber es ist alles wahr. Massakriert diesen Kerl! Verpasst euch! Ich war richtig in Lebensgefahr. Das ist der Kerl! Sag ihnen, es war nicht meine Schuld. Ich bin's nicht gewesen. Du bist was nicht gewesen? Hilfe! Hilfe! Ruf doch die Polizei! Zum Glück war da dieses Mädchen. Die hatte alles gesehen. Du bist schon tot. Ich bin was? Sie war die Blonde aus dem Softice-Wagen, die mich umbringen wollte. Alle wollen sie mich umbringen. Das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Nach Hexenkessel, Taxi Driver und Wie ein wilder Stier, der neue Film von Martin Scorsese. Griffin dann in die Zeit nach Mitternacht. Als Gäste Cheech and Chong. Darf ich rein? Versuch's doch mal mit Gewalt. Hey, was ist denn mit dir passiert? Ach, das ist eine längere Geschichte. Das wird man mir auch noch in die Schuhe schieben. Ist ja schrecklich. In der Zeit nach Mitternacht kann allerhand passieren. Und hier geschieht es. Der neue Film von Martin Scorsese. Ich glaube das einfach nicht. Was willst du von mir? Was habe ich dir getan? Ich bin doch nichts weiter als ein harmloser Programmierer!